Olli hat schon wieder eine Kiste aus der Garage geholt. Da bin ich ja mal gespannt, was es jetzt wieder Neues gibt. So, wir haben Post gekriegt gestern. Und zwar aus China. Diesmal selbst gekauft, selbst bezahlt. Also kein Produkttest in dem Sinne, sondern so für uns. Und zwar eine Alarmanlage. Kurioserweise ist die gestern gekommen. Vorgestern ist sie gekommen. Und gestern, bevor wir losgefahren, wir sind nämlich gerade hier momentan unterwegs, wo wir das hier drehen, habe ich festgestellt, dass bei uns einer an der Fahrertür probiert hat, mit einem Schraubendreher das Auto zu öffnen. Und zum Glück haben wir da einen Prickstop. Und irgendwie passt das jetzt genau zusammen, dass wir jetzt auch eine Alarmanlage nachrüsten wollen. Und zwar haben wir uns für eine relativ günstige Alarmanlage entschieden. Und zwar ist die aus China von der Firma Tuya. Tuya baut Alarmanlagen für ziemlich viele Hersteller, die werden dann umgelabelt. Das heißt, sie kriegen dann irgendwie ein neues Logo drauf, da ist die Verpackung ein bisschen anders, aber im Grunde ist das ein und dasselbe Gerät. Ich zeige euch die mal. Ist auch kein Unboxing, sondern ich habe da schon eine SIM-Karte drin und wir haben schon ausprobiert. Wir haben auch schon einen Sensor hier im Wohnmobil gestern mal installiert, um das mal zu testen. Das ist das gute Stück, die Anlage. Relativ schmal, klein, also kleiner als eine Handfläche. Das sind die Fernbedienungen dafür. In dem Set sind zwei Stück. Kurzbedienungsanleitung liegt drin. Eine ausführliche kann man sich hier im Internet holen. Die ganze Anlage ist eigentlich für zu Hause gedacht, also für eine Hausalarmanlage. Funktioniert aber mit USB-Anschluss. Also perfekt eigentlich fürs Wohnmobil. Ist auch ein Stecker bei, wenn man das hier zu Hause betreibt, brauchen wir nicht. Wir schließen hier ein USB an. Dann ist hier noch Montagematerial bei. Was haben wir noch? Ein Motion-Detektor. Also ein Bewegungsmelder. Auch mit Halterung, dass man den hier so an der Wand befestigt. Werden wir wahrscheinlich nicht benutzen. Es gibt da haben wir von AliExpress gekauft, es gibt unterschiedliche Sets zu kaufen mit 6 Sensoren, 8 Sensoren, 10 Sensoren für die Tür und mit Bewegungsmeldern unterschiedlicher Art drin. Man kann das auch selber konfigurieren. Ich habe jetzt ein fertiges Paket genommen. Das mal an die Seite. Und dann sind hier noch ganz, ganz viele Tüten bei. So, wenn man das so bestellt, dann sind hier solche Tüten bei, wo die ganzen Sensoren drin sind. Mal weg damit. Ich habe hier schon einen rausgeholt. Machen wir auch mal weg. Schon aufräumen. Das sind hier die Sensoren fürs Fenster. Und zwar, ich starte die mal. Grundsätzlich hat die ist hier per USB angeschlossen. Hat aber einen eingebauten Akku, falls jetzt irgendwer einbricht und denkt, ja, ich ziehe einfach mal einen Stecker raus oder irgend sowas, dann ist trotzdem Alarm und benachrichtigt einen per SMS und Anruf, damit es halt funktioniert mit dem Akku. Ich starte die mal. Ich hoffe, man kann das erkennen. Uhrzeit und so und Datum stimmt natürlich jetzt nicht, weil die jetzt komplett ohne Strom war. Ist auch gleich hier Alarm, von wegen kein Netzteil angeschlossen. Das ignorieren wir mal. Sprache ist Deutsch natürlich, ist auch mit Sprachausgabe, kann man sich Sprachen einstellen. Und wie man hier jetzt schon sieht, da ist schon ein Sensor angelernt, der jetzt irgendwie auseinander ist. Jetzt weiß ich gar nicht genau, welcher das ist. Irgendwo muss hier noch ein Sensor liegen, den wir gestern schon probiert haben. Ich schau mal ganz kurz. So, ich habe jetzt hier mal die Sensoren, die ich gestern schon angelernt habe. Und zwar geht man ins Menü, Zubehör, dann gibt man hier den Code ein. Moment. Ich gucke hier schräg drauf, das ist jetzt ein bisschen. Das ist der Werkscode, also das kann sich jetzt ruhig jeder merken, das ist noch nicht hier umgeändert von uns. Und zwar geht man hier auf Sensor, dann sieht man, ich habe hier zwei Stück. Tür-Fenster-Test habe ich das so genannt und noch ein Sensor.
Und wenn man da einen hinzufügen will, kann ich euch mal zeigen. Ich habe jetzt hier einen ganz neuen Sensor. Nimmt man einfach hinten, dass man den aktiviert, die Folie weg, damit die Batterie Kontakt hat. Denn an der Seite sind so kleine, wie so kleine Pfeile drauf, womit die Sensoren so zusammenhalten sollen. Das sieht man dann auch. Andersrum wird es auch gehen, aber so kann man den Abstand vergrößern. Ja, so reagiert er denn wieder. Dann geht man drauf, plus Tür-Fenster-Sensor. Da drauf drücken. Steht hinzufügen irgendwo. Verbinden. Genau, jetzt habe ich den Sensor hier liegen. Ich gehe da jetzt so einmal auseinander. Und schon ist der verbunden, ist der neue Sensor angelernt. So einfach ist das. Es geht auch mit den Fernbedienungen genau das Gleiche. Dann sagt man Fernbedienung oder eine Sirene. Es gibt auch Funksirenen dafür. Oder halt auch diese Bewegungsmelder. Die werden genauso einfach angelernt. Jetzt gehen wir mal zurück. Hier oben auf Home. Jetzt sieht man schon, jetzt habe ich den neuen Sensor hier. Oben ist ja dieses Schalt, also wo man jetzt so Nachrichten sieht. Ich mache es mal auseinander. Und hier sieht man schon, dass hier ein Sensor reagiert hat. Mit der Fernbedienung oder auch da kann man natürlich die Anlage scharf schalten. Countdown für die Aktivierung des Sicherheitssystems. Bitte verlassen. Genau, jetzt sagt er hier Countdown. Das kann man, die Zeit kann man auch einstellen. Sicherheitssystem aktiviert. Genau, jetzt ist er scharf geschaltet. Jetzt nehme ich den Sensor hier mal auseinander. Und jetzt dauert es 3 Sekunden. Das Alarm ist. Kann man aber auch einstellen, dass es sofort losgeht. Und Handy klingelt, weil ich schon die SIM-Karte aktiviert habe und jetzt ruft er mich an. Und jetzt könnte ich rangehen und auch hören, was im Auto so ist. Ich könnte auch mit denen sprechen, kann ich sagen, ja, hallo Einbrecher, bitte geh wieder raus, ich komme gleich vorbei und dann gibt es Ärger. Könnte man sagen. Ich deaktiviere mal. Jetzt hat man hier unten noch Verlauf, wo man dann auch sieht, von wegen was ausgelöst wurde, welcher Sensor ausgelöst hat oder auch die Anlage ist denn deaktiviert, wann die scharf gestellt wurde oder wann Strom war, wann kein Strom war. Das kann man alles nachvollziehen. Und wenn die Uhrzeit natürlich korrekt eingestellt ist, sieht man auch, welches Datum und welche Uhrzeit das war. Ich gehe nochmal hier ins Dings rein. Telefon. Genau, hier sind jetzt unsere Telefonnummern, die wir noch ein bisschen unkenntlich natürlich gemacht haben, damit uns jetzt keiner anruft. Oben ist meine Handynummer, da sieht man zum Beispiel, ich werde jetzt angerufen. Man könnte aber auch sagen, ich muss mal von der Seite so drauf gucken, ich möchte auch immer eine SMS haben, wenn irgendwas passiert oder nur eine SMS haben oder was ich Kerstin möchte, eine SMS haben und ich werde angerufen oder beides oder je nachdem. Also wenn er jetzt mal sein Handy dabei hat, nimmt man zum Beispiel. Oder wenn man unterwegs ist, macht es ja keinen Sinn, dass zu Hause angerufen wird. Das würde jetzt Sinn machen, wenn das Wohnmobil immer in der Straße parkt oder in der Scheune oder so, dass man dann zu Hause angerufen wird, wenn man denn da ist. Das kann man hier alles einstellen. Wir haben eine SIM-Karte von Lidl. Das ist die, wie heißt die? Lidl Connect. Prepaid-Karte kostet 9,99 € und mit 10 Euro Guthaben. Die soll ohne Vertragslaufzeit sein, dass man die auch nicht nach 10, 12, 13, 14, 15 Monaten wieder aufladen muss, ohne dass das Guthaben schon verbraucht wurde. Und damit kostet jetzt so ein Anruf oder eine SMS 9 Cent. Und ich denke, ja, das macht Sinn dafür, dass man da jetzt keinen Vertrag hat oder irgend sowas. Dafür reicht sowas vollkommen aus. Wir hoffen ja, dass wir die nie brauchen, die Anlage. Hauptgrund ist ja für die Anlage, dass wir jetzt in 2 Wochen nach Frankreich fahren, dass wir auch zusammen einkaufen können. Und wir stellen uns das so vor, dann gehen wir zusammen einkaufen, machen die scharf. Und ich, was ich, per Handy, wenn man dann informiert wird, wenn draußen mal was sein sollte, könnte man ja schnell rauslaufen. Andersrum kann natürlich auch diese Alarmierung per Handy blöd sein, wenn man jetzt so 40 Kilometer mit dem Fahrrad unterwegs ist und wenn man ein Fehlalarm ist oder so, der Sensor fällt ab und dass man dann 40 Kilometer im Highspeed zurückfährt und dann ist gar nichts gewesen oder so. Da macht man sich natürlich einen Kopf unterwegs. Ne? Jo. Was gibt's noch zu sagen? Gibt's was zu sagen? Achso, der Preis. Genau, der Preis. Die Anlage kostet bei AliExpress momentan 137 Euro. Ist die Anlage so bei mit drei Innenraumüberwachungs
Bewegungsmeldern sind bei und 10 Türsensoren. Diese Türsensoren sind relativ günstig, wenn man die bei Ali kauft. Ich weiß nicht, 10 Stück, vielleicht 20 Euro oder sowas in die Richtung. Bei den bekannten deutschen Herstellern oder die man in Deutschland kaufen kann, kosten schon, ich glaube, ein Sensor kostet da schon 60 Euro mindestens. Also weiß man ungefähr, was so Sache ist. Wer die Anlage natürlich, was man so hier kaufen kann, ist natürlich besser. Die wird am CAN-Bus angeschlossen und so, gar keine Frage. Nur wer jetzt seine Fenster so überwachen will oder so, ich denke mal, ist das hier auch eine feine Angelegenheit. Verbraucht auch wenig Strom. Ne, ist per Fernbedienung. Mein Handy kann man mit koppeln, habe ich auch gemacht. Da kann man die ganzen Sensoren auch umbenennen, weil hier steht ja immer Sensor 1, Sensor 2. Man könnte denn, wenn man das mit Handy verbindet, die netten Fenster, Fahrertür links, Fahrertür rechts, Dachluke, die nette Dachluke, Bett oder Kofferraumklappe und so weiter und so fort. Damit, wenn jetzt ein Alarm ausgelöst wird und man schon sieht von wegen, ja, hat einer eine Klappe aufgemacht oder durch die Fahrertür ist irgendjemand eingestiegen, kann man alles umbenennen. Ja, wir werden die dann mal testen. Ich zeige euch nochmal, in der Küche habe ich schon einen Sensor angemacht, den zeige ich euch mal. Also ich habe die Anlage hier mit hergenommen, mit Fernbedienung schalte ich sie mal scharf. Genau, und hier sieht man ja jetzt den Sensor. Bei uns ist das hier unten so abgeschrägt und ich habe den jetzt oben die Kante, die ist relativ schmal. Ich habe das jetzt auf der großen Fläche geklebt, das Magnet. Und praktisch den Sender habe ich jetzt auf die Scheibe geklebt. Wir probieren es mal aus. Es kommt wer. Oh. Und man sieht, Alarmanlage hat ausgelöst. Ist natürlich jetzt mit den 3 Sekunden oder so, da stellen wir natürlich dann noch auf Null. Und hier Handy klingelt auch wieder. Apple Watch sagt von wegen, dass irgendwas passiert. Genau, deaktiviert. Und hier drauf sieht man jetzt auch, dass hier ein Sensor ausgelöst ist. Da. Und wenn ich das jetzt schließe, sieht man, da leuchtet es. Und dann sieht man auch, dass da vorne das rote Licht wieder erlischt, dass praktisch der Sensor wieder geschlossen hat. Also, dass alles wieder in Ordnung ist. Im Verlauf sieht man jetzt bei Alarm, Eintrittsalarm, Tür, Fenster.